Die Arbeit des Ökogrubbers ist letztlich gekennzeichnet durch drei extrem wichtige aufeinanderfolgende Arbeitsschritte. Der erste Arbeitsschritt ist natürlich das komplette ganzflächige Abschneiden des Bodenhorizontes, möglichst präzise in der Tiefe geführt und möglichst flach beginnend. Dann natürlich das Separieren und auch das Enterden der Wurzeln und der Wurzelunkräuter. Und dann letztlich auch das oben aufbringende Organik. Das heißt, wir wollen sämtliche Organik oben auf die Bodenoberfläche bringen, wo A, Wurzeln und Unkräuter vertrocknen können oder aber wo B, im Sommer letztlich dann Stroh für den Verdunstungsschutz sorgt.